Was geht, meine Freundin? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stessel für euch. Heute wieder von der Ellerbach im LS 22. Ja, hier am Hof Kneisel. Jetzt geht's so langsam aber sicher mal in die ersten Ernten. Ich glaube, so kann man es sagen. Wir haben in der letzten Folge da drüben mal so ein bisschen die Wiese gedüngt. Ihr habt mir wieder ganz, ganz viele Kommentare reingeschrieben. Vielen lieben Dank an der Stelle. Da war zum Beispiel ein Kommentar: Eigentlich würde man erst, so gut es geht, egal ob Mist oder Gülle ausbringen und erst als zweiten Step so im Nachhinein sozusagen den Mineraldünger als Nachdüngung ausbringen. Schreibt mir da gerne alles Mögliche rein. Ich saug das auf, so gut es geht, wie ein nasser Schwamm und versuche es dann logischerweise beim zweiten Mal dann ein bisschen besser umzusetzen. Seid ein bisschen nachsichtig und geduldig mit mir, aber ich versuche da auf jeden Fall das Ganze so gut es geht umzusetzen. Ja, das ist ja hier sozusagen mein eigener Realismus-Selbstversuch, wo ich mich ein bisschen reinarbeite. Und wie gesagt, heute steht eine kleine Ernte an. Ihr seht es rechts oben. Ich habe jetzt 197.000 Euronen auf dem Konto. Ich habe einen Kredit aufgenommen von 250.000 und habe dazu dann einen Drescher gemietet. Erstmal gemietet. Und zwar werden wir das gleich dann noch am Hof sehen. Ich habe mir dann noch on top die 94 gekauft und da ist aktuell Hafer drauf. Und dann habe ich mir hier drüben noch die 32 gekauft, da ist Raps drauf. Ich weiß nicht, ob das Team Moos Agrar Rapsstroh mit drauf hat, das werden wir dann sehen. Wir werden aber auf jeden Fall aus dem Hafer das Ganze dann noch als Strohballen machen. Und so gut es geht, na klar, das Korn verkaufen. Wir schauen mal, was der Preis dann macht, wenn wir soweit fertig sind. Das werden wir dann sehen. Großartig zum Einlagern haben wir ja hier nichts. Außer wir würden es als Schüttgut machen. Das werden wir dann aber sehen. Noch ganz kurz zum Abholen der Leute. Ich habe die Kolli hier rausgenommen. Und nun habt ihr hier auch Platz, beziehungsweise habe ich Platz. Ne? Das ist selber integriert. Das Ballenlager, das hat sozusagen mit der Karte nichts zu tun. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Und als allererstes, ihr wisst, ich habe das letztes Mal gesehen, wir versuchen heute mal wieder ein bisschen reinzukommen in das Ganze. Denn wir führen ja sozusagen ein kleines Tagebuch. Und heute haben wir den 29.02. an der Stelle. Und ich mache mir schon mal als kleine Kernnotiz die Ernte. Da trage ich dann nachher den Ertrag ein und so weiter und so fort. Ich experimentiere dann noch so ein bisschen mit meinem privaten Discord, was ich da draus gestalte. Mir da was aufbauen. Ist eigentlich eher so eine kleine Spielerei für mich. Mal gucken, was daraus noch so alles entsteht. So, dann gehen wir los. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Anhänger. Wir haben hier den Meilerkipper. An der Stelle sei direkt gesagt, der ist im Team-Testing und somit gibt es den noch nicht zum Download, soll aber kommen. So, gleich mal hier der Reifer umstehen. Den müssen wir jetzt ein bisschen umkonfigurieren. Den haben wir ja, na klar, als Ballenwagen erstmal konfiguriert gehabt. Okay, muss ich nur am Muggersäckele näher erfahren. Das haben wir ja wieder sehr gut eingebracht hier. Der Kalle mit seinem Drehschemel. Soweit, so gut. Ich fahre mal den ganz kurz weg, weil das macht mich sonst verrückt. So, den haben wir ja auf der zweiten Ebene. So. Und jetzt können wir mit dem ein bisschen näher ranfahren. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass das Projekt bei euch super gut ankommt. Also ich bin begeistert. Macht richtig Spaß, da auch die Kommentare mitzunehmen. Und mich da so ein bisschen reinarbeiten in das Projekt. So, konfigurieren. 21 26 Rüben. Ja, dann nehmen wir den Hunsk weniger, würde ich sagen. Breitreifen, Schmutzfänger,
Interactive Control, würde ich sagen, den konfigurieren wir so für 500 Euro. Dann müssen wir auf jeden Fall dran denken, den wieder anzukoppeln. Könnt ihr euch noch dran erinnern, meine Anfangszeit auf der Erlengrad mit dem LS, wo ich dann einfach losgefahren bin ohne Anhänger. Unangenehm, Freunde. Unangenehm. Gut, dann fahren wir mal ans Feld. Und dann können wir heute mit der Ernte beginnen. So, und natürlich habe ich euch mal wieder einen Kommentar mitgebracht. Und es ging eigentlich hauptsächlich darum, das Übliche, wann kommt die Karte und so weiter und so fort. An der Stelle, es tut mir leid für diejenigen, die geduldig sind. Es gibt aber Leute, die sind total bescheuert, muss man einfach so sagen. Die klauen Content und setzen es in falschen Zusammenhang. Gerade zum Beispiel TikTok ist eine ganz beliebte Plattform. Und dann wird behauptet einfach, dass, wenn ihr das Video seht, am heutigen Tag die Karte kommt. Und dem ist halt nicht so. Ich habe es ja bereits in der ersten Folge gesagt. Die Karte ist geplant für das erste Quartal. Das heißt aber noch lange nicht, dass es auch dann kommt. Denn die Jungs machen das alles nebenher zu ihrem Beruf. Und wenn da irgendwas dazwischen kommt, dann verschiebt sich nun mal die Karte. Das ist nicht so, dass es Vollzeit-Mapper sind, die nichts anderes machen außer mappen. Deswegen seid einfach geduldig. Egal, ob ihr jetzt zum Beispiel bei mir hier, beim Felix oder Team Mosakra direkt, die werden euch dann schon mitteilen, wann es losgeht. Allerspätestens, toi toi toi, wenn ihr Mod habt, die Karte freischaltet. Dann ist die Karte verfügbar. Ich finde es gut, ich finde es toll, dass die Karte gehypt ist. Das ist halt auch so ein bisschen geil gemacht, Mosakra, ne? Das ist einfach so, das wünscht man sich. Aber es gibt halt Leute, die sind dermaßen penetrant und unnötig die Leute aufstacheln. Das ist einfach so ein bisschen ärgerlich. Heute seht ihr ein bisschen mehr von der Karte, das habt ihr euch ja gewünscht. Dennoch möchte ich es weiterhin beibehalten, ich will hier keine Map-Begehung machen. Wir sollten da klar auch noch einiges selber rausfinden, aber wenn wir jetzt hier spielerisch über die Karte fahren, dann darf das gerne so sein. Gut, da seht ihr schon, da bin ich angekommen hier mit einem Glas. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, unser Feld ist da vorne, da müssen wir dann nachher hin. Ich glaube, ich habe da keinen Platz. Ich lasse den mal ganz kurz hier stehen. Ich habe mir hier ein Glas mit einem passenden Schneidwerk hinzugeholt. Den findet ihr, by the way, auf LSFM. Ist, glaube ich, vom Repi. Grüße gehen raus an der Stelle. So, jetzt müssen wir hier irgendwie zurückkommen. Du siehst ja bei den Dingern nichts, ne? Das ist für mich immer... Immer ein Ding der Unmöglichkeit, wie man da irgendwas sehen will. So, hier sehen wir ein bisschen was im Spiegel. Gucken, ob gleich das Schild umfliegt. Da ist der Anhänger. Ich versuche es, na klar, so gut es geht, ne? Realistisch zu spielen. Zumindest so gut es meine Fähigkeiten zulassen an der Stelle. Deswegen bin ich immer auf eure Kommentare angewiesen. Lasst da gerne nicht nach. So, jetzt müssen wir hier irgendwie umdrehen können, am geschicktesten. Schaffen wir das hier, ohne dass wir irgendwie vom Hans und Franz das Feld kaputt machen? Den kleinen Busch, den können wir schon ein bisschen niederdrücken, oder? So, die Frage ist, na klar, muss ich dann nachher den ganzen Weg zurück? Das ist etwas, das ist auch eine Disziplin, wo ich mir immer wieder denke, wie machen die das? Die müssen ja vorher irgendwo, klar, irgendwann weiß es, wo das am besten macht, aber ansonsten musst du ja immer aufs Feld raus und gucken, wo drehe ich denn da am besten um? Also das ist echt eine Disziplin. Heieieiei. Gut. Dann docken wir das Ganze mal an. So. Das
Achso, das war, glaube ich, von innen aufnehmen, ne? Genau. So. Und jetzt anschließen das Ganze. Gut. Hebt er das sofort aus oder nicht? Ich glaube, ja. Ja. Das ist immer nämlich so ein bisschen ärgerlich, dass er das dann trotzdem so ein bisschen nachzieht, das Ganze. So, kann ich hier ein bisschen zurückstechen? Ist gar nicht so einfach, wenn man es versucht, sich daran zu halten, mit dem Spiegel und so weiter zu fahren. So. Also die IC-Punkte könnte man ein bisschen größer machen, allgemein bei allen Fahrzeugen. Ich finde es na klar schön, dass man da wirklich an den Griff hinfassen muss, aber teilweise ist es echt ein bisschen Fummelarbeit. Das dürfte wegen mir gerne ein bisschen größer sein. So, aber da sind wir schon. Es sind jetzt nicht die größten Felder, ne? Ich habe die passend aktuell so ein bisschen an meinen Fuhrpark rausgesucht. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein. Normalerweise, ich habe mir sagen lassen, das Vorgewinde wird die Strohablage abgeschaltet benutzt. Versuchen wir einfach mal. Vorne anschalten. Ich glaube, das war erst noch ausklappen, ne? Die Thematik. Habe ich das hier drauf an meinem Bedienpult? Ich gehe mal kurz in die Außenansicht, weil das habe ich tatsächlich auch noch nicht so gemacht, dass ich über das Bedienpult das Ganze steuern kann. So. Dann haben wir hier Proceed drin. Und hier kann ich das Ganze steuern. Jetzt kann ich hier einmal ausklappen. Das seht ihr hier vielleicht so ein bisschen. Da ist so mein Sim-Dashboard auf dem Tablet. Und jetzt kann ich, glaube ich, anschalten. Genau. Was noch ein bisschen störend ist, finde ich. Rein theoretisch müsste man ja so machen. So machen. Na, und das geht ja nicht. Also, ich müsste, glaube ich, die Türe unten lassen, beziehungsweise die Treppe in dem Fall. So, also, dann gehen wir mal rein. Ich weiß, ich habe keinen Zugang zu dem Land. Aber wir wollen auch hier einmal ganz kurz das Vorgewinde machen. Dann versuchen wir mal die Bahnen. Ich glaube, das reicht erstmal zum Umdrehen. Wir haben da hinten bloß ein bisschen ein Stück Gras. Ich glaube, das ist soweit okay erstmal. Dann müssen wir die Schwartablage wieder anschalten. Ich weiß gar nicht, kann ich das hier auch machen? Da muss ich mal schauen. Machen wir jetzt einfach mal so. Dass wir wenigstens hier und da noch ein bisschen Strohballen rauskriegen. Ich würde gerne Ballen pressen. Ich habe mir auch schon überlegt, ich werde hier auch vermutlich Gras, Silage, Ballen machen. Aber das wird wahrscheinlich so eine kleine spontane Entscheidung dann werden. So, dann können wir die wieder abschalten. Mache ich wieder ohne Schwartablage. Ich mache das natürlich nur, weil ich das beim einen oder anderen sehe und oder ihr mir das in die Kommentare geschrieben habt in den vergangenen Videos. Und ich glaube, es ist halt wie immer, ne? Der eine macht so, der andere so. Zumindest habe ich den Eindruck, wenn ich es mal so quer über die Kommentare gehe, da hat eigentlich jeder immer eine andere Meinung dazu. Bei uns wird so gemacht, bei uns so. Deswegen, ich glaube gar nicht, dass es da wirklich so ein richtig oder falsch gibt. So, wir müssen auf jeden Fall zweimal abbunkern. Wie gesagt, einmal Raps und einmal Hafer an der Stelle. Ich möchte auch, so gut es geht,
eventuell ein paar Aufträge noch machen, damit wir hier noch ein bisschen Geld reinholen, weil es sind jetzt zwei Kredite am Laufen. Einmal 250.000 Euro und ich glaube einmal 70.000 Euro. Also wir haben auf jeden Fall erstmal Schulden, aber es soll ja ein Langzeitprojekt werden. Deswegen erhoffe ich mir, dass wir da ein bisschen geduldig sind und das Ganze ein bisschen länger spielen. So, ich mache es mir jetzt einmal kurz praktisch und steche hier durch. Ich glaube, die Arbeitsbreite ist vollkommen in Ordnung, oder? Da haben wir so zwischen 5 und 10 Minuten hier zu tun. So, ich muss mir angewöhnen, hier immer mal nur ganz kurz so ein bisschen zu stoppen, damit hinten bei der Schwadablage das alles rausgespuckt wird. Dass es nicht irgendwo in der Wiese drin liegt. Ja, guck mal, das sind jetzt noch, keine Ahnung, zweimal hoch, zweimal runter und dann sind wir durch. Dann können wir nämlich den Ertrag eintragen in unsere Liste. Ob ich dann daraus mal noch eine Tabelle mache und oder zum Beispiel die vom Chris und vom Farming Dudes, den Jungs, die Tabelle nehme und mal gucken, ob ich mir die irgendwie anpasse etc. Das steht noch in den Sternen. Ich würde sagen, wir lassen einfach das Projekt so ein bisschen sich aufbauen sukzessive und gucken mal, was dabei rumkommt. Ich kann das na klar noch nicht so in diesem extremen Ausmaße wie die anderen. Ist aber auch nicht tragisch, finde ich, denn es gibt viele von uns, die das erste Mal anfangen und irgendwo in die Richtung reinarbeiten wollen. Vielleicht ist es dann so ein bisschen der erste Step. Schauen wir mal. Den Discord, wo ich die ganzen Informationen sammle, will ich dann auch irgendwann mal freigeben, wo man dann gucken kann. Das wird dann aber nur, ich schaue, ne, ich kann da aktiv nichts dran verändern, Discord. Aber das dann bei Gelegenheit. Heute machen wir ein bisschen eine längere Folge. Ich hoffe, ihr habt Bock dazu. Ich gucke auch gerne mal ab und zu raus, damit ihr das seht. Also Höhenmodell, schön. Ich glaube, wir sind hier in einem neuen Bereich. Ich wüsste nicht, dass dieser Bereich hier es im alten gegeben hat. Korrigiert mich da gerne. Aber ich meine, das hier ist komplett neu. Schön ist auch was anderes, ne? Gibt es eigentlich auch Arbeitsgänge jetzt hier beim Dreschen, wo man sagt, bei Spaß, ich gehe hier nochmal mit dem Schwader drüber und ziehe das ganze Zeug zusammen? War so, by the way. Weil ich stelle mir jetzt gerade die Frage, ich habe das ja hier jetzt nicht ganz so sauber gemacht, zum Beispiel das kleine Stück da vorne, das ist ja ein Muggerschiss, würde man bei uns sagen. Das müsste es ja mit der Ballenpresse richtig aufkratzen vom Boden. Da würde es eigentlich schon Sinn machen, das Ganze nochmal vielleicht ein bisschen zusammen zu ziehen, oder? Oder würde man da einfach sagen, weil Spaß, bei dem Stück schalte ich jetzt einfach die Schwadablage ab und mache das Ganze nochmal ohne. Das habe ich jetzt zum Beispiel mal gemacht. Weil da habe ich nachher nicht die Muse dazu, muss ich auch wieder sagen. Dass ich da das Stückle jetzt aufhebe, dann lasse ich lieber einmal kurz die Schwadablage aus und dann ist das für mich in Ordnung. So, einmal hoch und dann können wir nämlich schon abbunkern. So, und auch hier mache ich einfach nochmal die Schwadablage aus und den Rest nehmen wir sozusagen als Dünger. So, mal gucken. Wahrscheinlich zwei, drei Ballen und dann ist gut. Aber das sollte ja auch erstmal reichen zum Einstreuen. Gut,
Hier kann ich jetzt abschalten. Dann kann ich hier an meinem Tablet das Rohr ausfahren. Da kommt es schon. Wunderbar. Und dann können wir nämlich abbunkern. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, im nächsten Video wisst ihr, was wir zu tun haben. Wir haben nochmal ein Feld. Wir werden über die Karte fahren. Wenn ihr also was sehen wollt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr nochmal einschaltet. In dem Sinn, lasst gerne ein Like da auf das Video. Abo kostet wie immer nichts und supportet mich. Und in dem Sinn sehen wir uns beim nächsten Video wieder hier von unserem Realismusprojekt. Macht's gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao.